14 Jahre habe ich nicht mehr müssen machen. Mitmachen bei der Kirche, nochmal mehr Freiheit. Bin mit 16 in den Auszogen, kurz bevor ich auszogen bin, bin ich abgehauen. Ich habe gedacht, also für mich, ich, als Kind schon, das hat sich nachher weitergezogen. Mir hat immer etwas müssen da, immer. Ich war als 8-Jähriger schon wieder Bauern am Morgen um 5 Uhr. Und immer müssen vorwärts fahren, also immer Action. Also ich bin, bevor ich wahrscheinlich drogensüchtig war, war ich auf jeden Fall auch ein Adrenalin-Junkie. Ich habe Weitsprung mit Ski, mit Velo, mit dem TÜV, sogar mit dem Auto Weitsprung gemacht. Einfach Luther, wirklich immer alles müssen auf die Spitze treiben, auch jede Menge. Rundum alles mal gebrochen gewesen, Löcher im Kopf. Bei mir ein paar Wochen dazugehört als Kind. Dann, ja, ich bin dann mal abgehauen, ganz ruhig. Ich meine, keine fremde Legion, das ich jetzt, oder? Irgendwie hat dann das nicht geklappt, Gott sei Dank. Bin dann retourgekommen, hat irgendwie, mit wahrscheinlich Hand gesehen, fertig gebracht, den Stift abgeschossen, als Lastwagenchauffeur. Im Schwertransportbetrieb, das ist gut gegangen, weil da ist jeden Tag etwas anderes. Und dann ist für mich, dann bin ich glücklich, wenn ich jeden Tag eine Aufgabe habe, die neu ist. Und dann, das ist für mich, also für einen Hyperaktiven, das sind, ich schaue das heute hyperaktiv, also wenn ich jemanden freue, muss ich Ritalin oder so, hey, ich bin nicht traurig. Ich schaue das heute als eines meiner grössten Talente an. Ja, es ist dann mit 14 Jahren angefangen zu kiffen. Auch natürlich, mit den richtigen Kollegen natürlich. 18, 19, ersten Kontakt mit Heroin, Kokain, kurz darüber haben auch LSD, Ecstasy, Speed. So hat sich dann das durchgezogen bis praktisch vor 2 Jahren. Wann ist das gewesen? Wir haben Müringsdorf. Vor 2 Jahren. Und dann, aber ich habe immer irgendwie einfach halt, weil ich irgendwie mich immer so drängt und mit so einer Energie gehabt oder respektive, dass es irgendwie gegangen ist, halt, wenn es nicht mehr gegangen ist, das künstlich erzeugt haben mit irgendwelchen Substanzen. Ich habe immer geschafft, ich habe zweimal eine eigene Anstellung gehabt, ich habe mal ein Geschäft übernommen von jemandem innerhalb von einem Jahr mit doppelt so vielen Kunden wieder verkauft und durch das Geld verjubelt. Immer wieder in meinem Leben, ich habe einfach immer die Action gesucht und so wie natürlich sind die verrückter die Leute sind, die mehr haben es mich interessiert. Oder? Das ist dann auch ziemlich mehrmals auf eine kriminelle Bahn rausgelaufen. Oder? Also, obwohl ich habe mich innerlich, ich habe mich nie wirklich am Schlechten hingegeben oder das Böse auch wirklich gesucht. Aber ich habe einfach, was heisst, das ist so eine die verschobene Wahrnehmung von einem Süchtigen. Oder? Also, was für mich nie reingelegen wäre zum Beispiel eine Großmutter die Handtasche wegnehmen und sie womöglich abschlagen oder so etwas. Das hätte ich nie gemacht, auch wenn ich auf und Zug nicht. Aber andere Sachen, andere Dealer beschissen oder so, oder wenn die Dealer gerade den Tresor holen oder so, da bin ich dann sogar stolz gewesen. Also, du hast nie selber Drogen verkauft? Doch, aber jedes Mal, wenn ich im Begriff war, dass wirklich das, also nicht nur gerade krümelweise, ist von irgendwo ein Hammer gekommen. Immer wenn ich nach einem Zweit in das Zeug gekommen wäre, jetzt so im Nachhinein zurückgeschaut, komischerweise dann immer nicht mich direkt so, sondern ist immer irgendwo etwas ganz Komisches passiert irgendwie. Die anderen haben das Telefon abgelassen, ich habe da aus Zürich etwas postet, oder bin da mit ganz schlimme Leute zusammen gewesen. Und irgendwelche alten Kollegen in Thurgau und in St. Gallen lassen das Telefon ab. Und irgendwie, ich bin der Jüngste gefallen und darum haben sie gedacht, den holen sie mal zuerst. Also ich habe dort mit dort nichts damit zu tun, dafür ist da auch noch rausgekommen. Du hast ein schönes Stichwort gesagt, die verzerrte Wahrnehmung von einer Drogengeschichte. Ich habe nie eine alte Mütter in die Tasche weggezogen, oder? Da glaube ich immer, hat ein gutes Herz, oder? Aber Drogen verkauft, schon. Aber die anderen, die Drogen braucht, die haben die alte Mühe die Tasche müssen wegnehmen. Ja, eben, das ist einfach tragisch, zum einfach ehrlich bleiben. Ich denke, das ist bei allen Süchten so, oder? Wenn jemand in so einer Ding, in der Macht von einer Sucht drinsteckt, oder? Der macht sich automatisch wie ein psychologisch, oder ich weiß nicht, die Hintertür aufgehen, oder? Das ist völlig verschrobene Gesicht. Also auf jeden Fall,
Das war so meine Karriere. Also ich habe auch andere Sachen gemacht. Mit Gefängnisunterbrüchen? Lastwagenchauffeur war ja. Und, wenn ich dann zweit bei den Italienern mit den Zweitführern gekommen bin, oder auf zweit mit diesen Leuten engen Kontakt gehabt habe, der Chef von der grossen italienischen Firma, ist ja auch wieder etwas passiert. Ich bin in Italien im Gefängnis gelandet. Nur kurz, aber ich glaube, dass ich dort nicht mehr weitermachen konnte. So ist, hat sich das durchgezogen, weil mein Leben dreimal, also ich bin mehr als dreimal im Gefängnis, aber dreimal richtig, also richtig. So, dass man müsste meinen, es sollte langen, oder? 6, 9 und 12 Monate, aber das hat irgendwie hat das bei mir einfach nicht gelangt. Meine Risikobereitschaft oder fehlende Angst oder Respekt ist einfach. Oder einfach eines meiner grössten Probleme, heute retro geschaut, ist, ich habe, durch das, dass ich immer so war, ich habe nicht gewusst, wie man selber zur Ruhe kommen kann. Also, das nicht, also, einfach ein bisschen sein, das ist für mich hoch. Also, das hätte es für mich nicht gegeben. Also, ich habe gearbeitet, ich komme heim, bin so geladen, ich habe eine ganze Stunde, zwei, bis überhaupt nur schon etwas können essen konnte. Ja, wenn es dann so weit war, dass man einfach ignorant mir selber gegenüber, also Emotionen, Spiritualität und so, das war praktisch gar nichts. Körper gegenüber auch. Ich habe mich, wenn es müssen sein, haben wir morgen getobt und zur Abend oben abgeholt, ohne überhaupt darüber nachzustudieren. Also, funktionieren ist alles, oder? Von vorwärts ist alles so. Was ist der Schlüssel gewesen? Alle die. Wie bist du hingeraten? Eben, alle die alten Geschichten, die also, die bringen auch nicht. Also, was für mich jetzt, glaube ich, dass ich jetzt so wieder so fit kann auf der Wahl sitzen, ist, das ist mir kommt es heute vor, als hätte mich, naja Gott, zum Verkehr ausgezogen und mal wirklich flach gelegt, und zwar nochmal 12 Monate, also nochmal ein ganzes Jahr gebraucht, bin immer noch dran. Ich habe dann kurz vor ins Gefängnis gekommen, habe ich erfahren, ich bin Hepatitis C infiziert. Oder? Das ist also ein Virus, das die Leber kaputt macht, wenn sich die vermehren. Und bei mir haben sie sich vermehrt. Also ich dachte, ich habe den Krieg gehabt, dann gleich habe ich wieder gedacht. Das hat dann nicht so funktioniert. Und ich denke, ich habe dann im 9 Monaten abgerissen und bin auch rausgekommen. Ich habe während der Gefängniszeit hat sich die Freundin auch verabschiedet. Und, komplett, mein kompletter Hab und Gut war auch nicht mehr rum. Ich bin dann rausgekommen, zwei Monate bin ich da in einem Zeug umgehalten und bin da mal bin da und wollte zurück auf Zürich, weil ich da gewusst habe, ich muss eine Therapie machen, oder? Sonst ist die Lebenserwartung nicht mehr weit her. Hepatitis ist extrem gefährlich. Vergisst man oft, man hat immer Angst vor AIDS. Hepatitis ist 100-mal ansteckend und es gibt verschiedene Formen. Und wenn du das nicht behandelst, dann hast du relativ schnell eine Leberzirrhose und dann schiesst. Das ist ein trauriger Schmerz, grausiger Tod. Ja, verlöscht. Verreblich ziemlich. Also. Ja, ich bin dann auf jeden Fall, ich bin da mal ins Haus reingelaufen, gesehen, da sind da unten ist mal ein Kinderhaar gewesen. Gell? Und dann sind sie dort am Umbau gewesen, da dachte ich, ich wollte auch noch ein bisschen helfen und so, mitbekommen, dass die Zimmer noch frei sind, habe ich da eins bekommen, wunderbar. Ganz in der Nähe von dort, wo ich die Medikamente bekommen habe, gegen das Interferon, das ist so eine Art eine Blutchemo, wo einem wirklich, kannst du wie so ein bisschen vorfühlen, wenn du mal 80, 90 bist, das nimmt dort komplette Energieschrauben, sie um mehr als 50% ab. Nach 9 Monaten Gefängnis konnte ich nicht mehr können. Also, ich konnte nicht mehr Fernsehen schauen, weil ich nur noch das Gleiche. Ich habe dann angefangen, auf verschiedenen Seiten, bin an gute Leute angelaufen. Und weil ich das wirklich da im Gefängnis schon ein bisschen eine Wandlung stattgefunden hat und ich das eigentlich alles nicht mehr wollen. Und ich bin so immer wieder an Leute angeführt worden, die einfach das Gute im Sinn haben, wo sie die Liebe leben oder sie wenigstens suchen. Also von diesen Büchern bekommen und manchmal wirklich ist es vorkommen von verschiedensten Seiten, oder? Wie fortlaufen, wie so eine Aufklärung für mich. Lebensgeschichten von verschiedensten Leuten. Und da habe ich mich dann richtig reingelesen und mich dann selber, mir selber gegenüber
so langsam aber sicher können ja sagen, mich annehmen und annehmen, dass das Gott, dass die Kraft von Gott ist, die Liebe und so, wie ich es euch vorher gesagt habe, das ist, und die kommt eben nicht von irgendwo her, oder? Die ist in uns innen, oder? Wir müssen nur drauf lassen, oder? Also, ich verstehe das heute so. Oder? Ich bin mich auch noch entwickeln auf diesem Gebiet, ich lehre jetzt seit 2 Jahren. Ich hoffe, ihr seid schon weiter. Du bist immer noch süchtig gewesen, du hast immer noch Medikamente und Tabletten und Zeug gehabt, oder? Ja, also ich habe im Gefängnis ein zehres Methadon bekommen. Vorher, ich glaube, das letzte mindestens Jahr, ja, wahrscheinlich 2 Jahre. Bevor ich ins Gefängnis kam, permanent Heroin gebraucht, oder? Das bist dann halt irgendwann, bist dann halt gleich, auch wenn es nur zum Abend ab. Du hast gespritzt? Ja, ich habe schon ausserendlich gespritzt, oder? Weil ich einfach das Maximum von der Wirkung müssen annehmen. Ja, und habe dann im Gefängnis auch das Methadon zuerst bekommen. Das war eine Doppeldosis, wenn ich gebraucht hätte, oder? Weil ich habe ja immer geholt, dass ich vorhin nicht abgelangt habe. Und ich bin im Gefängnis auf Dialin umgestiegen, das ist synthetisches Heroin. Also das heisst Heroinprogramm, ne? Vom Staat. Ich habe dann das irgendwie Gnade und Kraft bekommen, weil ich das wirklich auch wirklich will. Ne? Es ist nicht normal, dass man das während der Interferontherapie dann parallel noch das Heroin abbaut. Es ist gegangen für mich. Ich habe einfach immer gemacht, was ich konnte vertragen und auch gebetet darum. Und ein Jahr lang gelitten wie ein Hund. Ja, kann man schon sagen. Wie ein Hund, den du quälst. Nur, das ist das Jahr und ich habe jetzt noch nicht lange her, bin ich dann im Schluss, bin ich dann doch einmal noch, weil ich mal einen Teil da rein. Du hast noch ganze Bitzeli gehabt, gell? Ich brauche nur die Weichen, oder? Ich habe einen Entzug und eine Langzeittherapie, Gruppengespräche und so. Oder? Da hast du das Gefühl, du hast alles. Ich habe ja immer alles, ich habe immer geschafft. Selbstständige Leute haben für mich geschafft. Alles ist immer irgendwie gegangen. Oder? Nur, ich habe nicht gelebt. Wir haben alles gehabt, große Wohnung gehabt, ein Audi A6, Töffe 20.000 Franken, immer Freundin, immer Action. Aber ich kann auch sagen, ich habe nichts davon gehabt, ich habe nicht gelebt. Ich habe ein schnelles Beispiel. Ich werde den Sinn dazu erzählen, wo mir das letzte Mal im Entzug so klar geworden ist. Ja, ein paar Monate bin ich mal mit einer Spanierin zusammen gewesen. Ich bin früher noch mein erstes Jahr Ausland gefahren mit dem Lastwagen in Spanien gefahren, darum habe ich es ein bisschen verstanden. Bin ich mal bei ihrer Mutter gewesen und dann höre ich, wie sie auf Spanisch mit ihr redet und sagt, er ist wie ein Entzug. Ja. Was soll das? Ich bin doch sein Leben, mache alles für sie. Ich habe es hier noch nicht verstanden. Oder? Sie da auch noch nicht, oder? Für das war noch ganz ziemlich am Anfang von dieser Beziehung. Für sie war das mega spannend, oder? Natürlich, am Anfang ist immer etwas gelaufen. Praktisch jeden Abend in den Ausgang, Wochenende sowieso Vollgas. Dann ist gerade im Frühling sind wir zusammengekommen, dann bin ich mit ihr Skifahren, dann haben wir im Frühling einen Helm gekauft, dass ich mit ihr Töff fahren kann. Es ist immer etwas gelaufen, oder? Aber es ist nicht lang gegangen, ist sie drunter gekommen unter dem Zug. Und zwar auf, ich meine, auf emotionell, oder? Sie hat hier auch gekifft und den Ausgang mitgelaufen und so, aber ich habe die Zeit nicht gewusst. Oder? Ich war hier noch nicht körperlich süchtig, aber ich habe Alport, wieder ein bisschen Koks, wieder ein bisschen Heroin und so. Und bin durch das emotional, so geschweige denn spirituell, da ist alles dermaßen eingeschränkt. Oder? Ich habe gar nicht mitbekommen, oder? Ich bin eigentlich sonst noch sensibel, aber ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, was sie eigentlich gebraucht hat, emotional. Oder? Oder was sie erwartet, oder nein, so kann man sagen, was sie gebraucht hat, oder? Und sie ist mit mir immer trauriger geworden. Irgendwo ist dann überhaupt nicht mehr aufgegangen, oder? Und die Beziehung ist dann auseinandergegangen, oder? Heute weiss ich, warum das war, oder? Und so habe ich mein halbes Leben verbracht, oder? Erzähl noch vom letzten Milligramm, oder was? Ja, dann, von wegen synthetischen Sachen, also es ist keine auch. Kiffen ist nicht einfach zum Aufhören. Also ich bin dann fertig mit der Interferontherapie hinter mir gehabt und habe wirklich schnell wieder zur Kraft gekommen. Ich bin heute 10 Kilo schwerer wieder da noch vor ein paar Monaten, als ich fertig war mit der Therapie. Ohne Bauch. Auf jeden Fall habe ich dann durch Leute, die ich in Kontakt gekommen bin, die auch schon länger super sind, ähnliche Karrieren hinter mir haben und so. Und,
habe mit denen geredet. Also ich bin also ein Meeting gegangen von einer Narcotics Anonymous, nicht Anti-Alkoholiker, sondern Narcotics Anonymous. Und ich habe dann gedacht, eigentlich für mich, jetzt ist super, oder? Therapie durch, bin wieder gesund, jetzt nur noch ein bisschen. Habe ich dann schon Tinka, also Subutex heisst das, oder? Von dem, man ist klar, im Kopf, vermeintlich, man ist klar im Kopf, oder? Also man merkt, und es sind einfach nur, es tut im Hirn einfach einen Entzug verhindern. Es tut einfach blockieren und du hast keinen Entzug, oder? Das wäre, denkt, also zum Ausschleichen. Ja? Ja, und dann, ja, ich habe nicht eben gemeint, ja, jetzt noch ein bisschen saubere Haare wachsen lassen, den Brief wiederholen und wieder hoppen. Oder? Dann denke ich, ich sage den Ball zu weit. Und dann gehe ich in so ein Meeting und dann reden da so Leute. Oder? Und, boah, ich bin immer kleiner geworden. Ich muss sagen, oh, ja, das ist bei mir auch immer noch so. Oh, so bin ich auch. Und das Problem habe ich auch gehabt. Und nachher habe ich gemerkt, ich muss noch viel weiter studieren, muss noch viel mehr arbeiten an mir, Kopf und im Herz. Da ist mir dann nachgelegt worden, dann noch einen professionellen Ort angeht, um den Entzug machen, den endgültigen Entzug, zum Ganzen davor wegkommen. Ich habe dann das gemacht, auch ich schnell, wie immer, wie ich alles immer wollte. Dann, ja, ist noch, kommt denn in zwei Wochen wieder? Noch etwas anderes war noch gewesen. Warum ich denn so schnell da war, das ist das Gleiche. Auf jeden Fall habe ich dann, ja, das ist so ganz ein kleines Tablett, das man unter die Zunge vergehen lässt, oder? Und dann habe ich gewusst, am Dienstag kann ich gehen, dann habe ich am Freitag von 2 auf 1 Milligramm, das ist ja gerade die Hälfte, oder? Reduziert, oder? Also knackig über das Wochenende, am Montagmorgen noch 1 Milligramm genommen und dann so, am Dienstag gehe ich, nehme nichts mehr, dann ist gut, oder? In noch ein paar Tage. Ich bin dann dort eingerückt und das zweite Tag durchgegeben und dann ist mir zu Nacht um 12 Uhr und ich habe das Mal gewusst, nein, wenn ich jetzt nochmal, dann kannst du nicht mehr schlafen, oder? Dann kannst du nicht schlafen, dann bist du total verspannt, dann ist innerlich flattert alles. Ich habe dann zwei Tage später noch 0,4 Milligramm genommen und nochmal zwei Tage später noch 0,2 Milligramm. Dann habe ich es durchgezogen. Ich musste mich massiv ablenken. Oder? Ich war praktisch rund und durch am Lesen, außer die 2-3 Stunden, und ich bin langsam an. Ich konnte schlafen. Und nur jetzt zum Körper, kommt mir vor, als müsste, es hätte mir das zweite Ich, wo wie Kletten in mir klebt, aus mir rausgerissen werden. Über 3 Wochen, ist es so gewesen, dass am Anfang hat es mir die ganzen Muskeln vom Oberkörper vorne zusammengezogen, so dass an die Schultern und Schlüsselbein am Magen wehtun. Und das ist wie durch mich durchgegangen. Also einfach alle Muskeln voll verspannt. Wie durch mich durchgegangen. Die Rippen haben mir wehtun. Jetzt haben wir noch hinten dran ein bisschen mal. Und so wie sind es durch mich durchgehen. Und jetzt ist einfach am Magen noch den Rücken verspannt. Und da die Muskeln innen und außen an den Rippen. Also es ist wirklich, es ist massiv, also so die Chemie, und es gibt also auch Schlaftabletten, Benzodiazepin, der Omikron, wie sie alle heißen, es gibt jetzt schon einen Haufen andere, weil es der Omikron so verrufen ist, Valium übrigens auch, wo weit verbreitet ist. Und der Entzug von solchen Sachen muss noch fast schlimmer sein, also ich weiß es nicht, aber so wie es erzählt und so wie ich die Leute gesehen habe dort, geht es denen also auch echt, also das ist echt ein riesen Kampf, also die grössten Dealer sind die Ärzte und die Apotheker, das Zeug wird heute viel zu ring abgeben, also, und in viel zu grossen Mengen. Und ja, ich habe noch alles vergessen, also wenn ich euch noch wirklich fest das Herz legen, ja. Als ich mit 14 Jahren angefangen habe zu kiffen, und wenn ihr heute würdet anfangen zu kiffen, das ist nicht mehr das Kiffen von hier. Das ist das heutige Gras, wo ist mehr als doppelt so stark, nebst dem ganzen Chemie, was es auch noch drin hat. Und ich habe also dort zwei kennengelernt, einen 16-Jährigen und einen 27-Jährigen. Das sind beide, also nur, beide wegen Kiffen dort gewesen. Und ich kann euch sagen, dass, was er vorher erzählt hat, das ist eine absolute Tatsache, ist mir dort wieder sehr, weil ich wieder wach war, ist mir das sehr, sehr aufgefallen bei ihnen, aber ich kenne auch andere Leute, wo man das halt wirklich merkt, dass sie emotional und einfach so, eben in dem Sozialen,
die 27-Jährige, es ist so eine Liebe, es ist so eine herzige, aber die ist wirklich irgendwo mit 16 stehen geblieben. Weil es ist geil, man hat, es ist so schön zu beobachten gewesen. Am besten hat sie sich mit dem 16-Jährigen verstanden und ist auch immer mit dem zusammen gewesen. Und die haben sich top verstanden, oder? Aber wenn man wollen, wenn wir, also sie gehört ja auch dazu, die Erwachsenen so irgendwelche Sachen geht und irgendwie so, da ist sie sofort irgendwie, also hat gar nicht wollen mitkommen, oder ist dann irgendwie, hat dann sofort angefangen, irgendwie, wenn es dann auch um Themen gegangen ist, ein Kind hat auch so Leute gehabt, wo den Zug machen und daheim Kinder haben und so, wenn es um solche Sachen hat, hat sie gar nicht können mitreden dort. Oder? Also das ist wirklich, das ist, wir müssen euch wegen den Sachen, die bei euch jetzt noch wachsen müssen, oder die jetzt am Wachsen sind bei euch. Ja. Darf ich schnell? Ja. Eben das wegen dem THC. Also, Sie haben mal eine Reportage gesehen. Im Gegensatz von 10 Jahren ist das THC.